Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Karrierefolge auf meinem Kanal. Ja, es geht weiter mit Dortmund hier. Auch wenn solche Spiele wie in der letzten Folge vorkommen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch gerne an. War schon ein bisschen spezieller das Spiel. Aber wie gesagt, sowas muss es auch mal geben. Und darüber stehe ich auch. Das nächste Spiel läuft wahrscheinlich wieder besser. Es geht gegen den FC Bayern München. Da motiviere ich erstmal mein Team. Und wir gucken uns nochmal an, was Depay jetzt wirklich hat. Verstauchter Knöchel, er fällt 4 Wochen aus. Das ist natürlich schon ein kleiner Rückschlag. Allerdings habe ich auch genug andere Leute. USA sagen wir ab. Und ja, also ich erwarte jetzt schon eine Steigerung von mir hier gegen die Bayern. Gegen Bayern kann ich eigentlich immer relativ gut spielen. Und hier gucken wir uns nochmal die Tabelle an. Vierter gegen Siebter. Oh. Ist ja noch früh in der Saison. 4 Spieltage sind durch. Das ist der fünfte. Und Torschützen, da ist Aubameyang schön wieder mit da vorne mit dabei. Erster Bayern ist Bernat, der hat 2. Aber kein Lewandowski zu sehen, wie es aussieht. Ist doch schön. Jetzt gucken wir uns nochmal, vielleicht auch noch Torvorlagen und so weiter an. Das war alles. Schon mal einen Überblick hat. Da ist Calhanoglu bei mir mit 2 Torvorlagen bester. Sneijder und Schürrle sind auch noch dabei. Ohne Gegentor hat Bürki schon zwei Spiele geschafft von 4. Gelbe Karten hat Pepe bisher eine bekommen. Wobei ich dachte eigentlich, dass er schon mehr bekommen hätte, aber anscheinend nicht. Rote Karte natürlich noch nichts bekommen. So soll es auch bleiben. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch jetzt schon gleich ins Spiel rein. Und da ist es auch. Es regnet mal wieder und die Allianz ist trotzdem voll besetzt, denn einfach ein Spitzenspiel steht an. Hier haben wir nochmal die Tabelle. Also Vierter, wie gesagt, gegen den Siebten. Ich bin Siebter. Aber uns trennen nur 3 Punkte. Und wenn ich jetzt hier gewinnen sollte, dann habe ich sie ja schon wieder eingeholt und habe es wahrscheinlich überholt, denn dann ist mein Torverhältnis besser als das von den Bayern. 2 Spieler im Fokus: Arjen Robben und Mario Götze. Robben hat alle 4 Spiele gemacht. Götze hat bisher 3 Einsätze bei mir gehabt. Und sie trennen einfach mal 7 Jahre im Alter. Da bin ich mal gespannt, was Robben hier heute überhaupt noch leisten kann. Ob er wieder einen sehr, sehr guten Tag hat oder ob vielleicht einfach mal Götze hier einen sehr, sehr starken Tag hat. Ja, das von Götze, der ist zwar immer auf dem Platz irgendwie, wuselt da rum, aber so richtig krasses Spiel hatte ich mit ihm noch nicht gehabt. Deswegen hatte ich auch überlegt gehabt, ihn zu verkaufen, aber Barcelona wollte halt nicht 100 Millionen Euro zahlen. Selbe Schuld. So ist es halt. So, hier kommt die Bayern-Aufstellung. Costa, Müller und Robben. Kein Lewandowski vorne drin, das wundert mich schon. Und sonst überhaupt auch kein Neuzugang. Lukaku haben sie gekauft, davon weiß ich. Ist hier aber auch nicht dabei und mich wundert halt, dass auch sonst anscheinend keinen gekauft haben. Na gut. Meine Aufstellung sieht so aus: Schürrle, Rashford und Dembélé vorne drin. Dahinter Götze, Odegaard und Schein. In der Abwehr Guerreiro, Soyuncu, Ginter und Piszczek im Tor Gbürki. Und ich hoffe mal, ich habe mich nicht verzockt hier mit Odegaard, Soyuncu und Rashford vorne drin, denn eigentlich muss man gegen die Bayern schon die beste Mannschaft auf den Platz stellen. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch lassen und jetzt viel Spaß hier mit dem Topspiel. So, dann gucken wir nochmal hier. Rashford, das habe ich schon hier ein bisschen Platz. Da ist Schürrle, 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 Schürrle. Dembélé, Dembélé. 1-0, dritte Minute. Das kann man so mal machen, ne? In München zu früh führen. Gefällt mir. Sehr, sehr schön gemacht, auch da ich mal Platz gehabt, weil ich habe mit Rashford Boateng aus der Abwehr rausgezogen. Somit war Schürrle frei. Der Schuss von ihm konnte noch abgeblockt werden durch Neuer. Aber dann kam Dembélé, setzt sich, glaube ich, gegen Alaba durch und schiebt an Neuer vorbei. Dembélés erstes Tor hier in der neuen Saison. Und das ist doch mal ein cooler Start hier in München. Mal sehen, wie jetzt die Bayern darauf reagieren, denn das ist ein Schock vielleicht erstmal für die. Und ich kann jetzt schön kontern, wenn ich will.
Das ist auch mal gut, sowas. Und mal sehen, ob es passiert. Eigentlich könnte ich jetzt ja hier komplett die ganze Zeit defensiv stehen und dann mit 1-0 gewinnen. Aber dieses Risiko ist zu krass, weil ich denke mal, die können trotzdem, die werden wechseln im späteren Zeitraum und dann, oh, Ginter. Und dann wird es gefährlich. So, Birki hatten, aber Ginter bekommt dafür bestimmt noch gelb. Da war ich mal wieder ein bisschen zu spät dran. Na gut, Rashford, Schürrle. Rashford ist wieder frei. Aber er kommt leider nicht an. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Denn Boateng war da. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch gelb. Ja, so ist es. Natürlich. Wenn es nicht Pepe ist, ist es halt ein anderer Spieler, der gelb sieht. Und relativ früh. Ja. Gegen Vidal sogar. Da ist er mal schön geflogen. Und das meine ich. Götze ist auf dem Platz, macht irgendwas, aber sowas richtig Krasses hat er bisher noch nicht gemacht. Und Alaba hat einfach den Ball gewonnen. Jetzt gibt es hier einen fetten Konter, aber Piszczek kann den Ball hier schön noch erobern. Oh, wäre durchgekommen, Götze. Mann, oh Mann, oh Mann. Der wäre Dembélé komplett frei gewesen. Da hätte ich mal richtig schön rennen können. Vielleicht gleich das zweite Tor zu machen. Aber gut, so ist es halt. Hoffentlich bekomme ich da mit Piszczek keine weitere gelbe Karte. Okay, da habe ich einen. So, jetzt aber. Ah, schade, aber Dembélé kommt noch, Dembélé. Und nein, ich renne mit dem Ball ins Aus. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber die ersten 20 Minuten sind rum. Und ich bin schon die bessere Mannschaft. Noch nicht so wirklich richtig krass überragend. Schade, da bekomme ich den Ball nicht. Aber trotzdem, ich bin die bessere Mannschaft und somit auch verdiente Führung. Odegaard, Rashford, oh, da war aber Boateng. Aber nochmal Odegaard und der wird von Lahm richtig krass brutal gelegt. Mal sehen, ob es da für Lahm auch eine gelbe Karte gibt. No. Ich hätte, glaube ich, eine bekommen. Gut, daraus wurde natürlich erstmal gar nichts. Aus der Freistoßmöglichkeit. Und wir sehen hier ein zweites Tor schon. Augsburg gegen Gladbach steht 1:1. Dembélé. Oh. Da habe ich fester irgendwie geschossen gehabt. Komisch. Den hätte ich reinmachen müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie frei ich da stand. Costa rennt, Schein kann nicht mehr. Das ist auch heftig. Götze auf Sahin und jetzt konnte ich es klären und vielleicht gleich einen Gegenangriff zu starten. Odegaard ist eigentlich bei mir zentrales bzw. defensives Mittelfeld. Hier war er schon fast Stürmer eigentlich und kann auch mit der Hacke spielen. Guerrero, Rashford,
Eieiei, Wolle genommen und nicht platziert treffen können. Mist, Mist, Mist. Aber Ecke gibt's. Und die kommt von Schein. Da passiert aber leider nichts. Ginter kommt auch nicht mehr dran. Genauso wie Piszczek. Und jetzt haben wir gleich schon eine Halbzeit. Mal sehen, ob wir mit einer 1:0 in die Pause gehen. Da wäre nämlich schon mal die halbe Miete sicher. Und man hört schon ein paar Pfiffe von den Bayern-Fans. Wenn ich den Ball habe. Das heißt, die sind komplett unzufrieden. Relativ früh in der Saison. Aber die Mannschaft spielt halt auch nicht gut, ne? Muss man auch mal so sagen. Oh, Dembélé. Wieder abgeblockt. Wieder abgeblockt. Schade. Oh, Müller, 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 Müller. Boah. Bürki hält den noch. Und wie? Er lenkt ihn noch aufs Tornetz oben. Gerade so über die Latte. Oh, wieder dahin. Der hätte auch voll reingehen können. Da hatte ich richtig Glück gehabt, aber Bürki hat es irgendwie hingekriegt. Da war ein Foul anscheinend von Vidal an Soyuncu, der übrigens ein richtig gutes Spiel macht. Genauso wie Odegaard. Ich dachte ja am Anfang, vielleicht habe ich mich verzockt, aber bisher ist es gar nicht so. Von ihm hier, von Rashford, sieht man noch nicht so viel. Aber dafür hier von Schürrle und Dembélé. Und jetzt ist Halbzeit. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir gehen mit einer 1:0-Führung hier in die Pause in München. Stadion ist relativ ruhig. Jetzt ganz ruhig. Und da haben wir schon mal bisher den Spieler des Spiels. 3 Schüsse hat er schon gehabt. Ein Tor hat er gemacht. Ja, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was wechseln. Dann sehen wir uns auch schon in der zweiten Halbzeit wieder. Und jetzt geht es erstmal ein Wechsel von den Bayern. Alonso geht. Axel Witzel kommt. Und bei mir ist Sneijder, Aubameyang und Abraham noch auf dem Platz für Ginter, Rashford und Odegaard. Damit ziehe ich Götze nach hinten. Sneijder ist auf der Position gleich hinter Aubameyang. Und ja, Abraham ist natürlich positionsgetreu Wechsel. Ich wollte einfach keine gelb-rote Karte riskieren, deswegen habe ich Ginter rausgetan. Und Abraham, da weiß ich ganz genau, dass er es auch kann. Ja, das hat sich jetzt zur Ecke geklärt, aber hat somit ein Tor schon mal verhindert. Und ich weiß ganz genau, dass ich mit dem auch gut spielen kann. Und außerdem ist er auch kopfballstark, könnte also auch bei Ecken einfach mal ein Tor machen. So, jetzt könnt ihr aber erstmal hier kontern vielleicht. Schürrle, Aubameyang, Sneijder. Sneijder, das sieht sehr gut aus, das muss ich nur Ruhe bewahren. Ja, das war schon mal ein Fehler. Ja, super, alles super gelaufen. Werden wir rechts oben noch sehen, dass Hertha gegen Darmstadt 2:0 jetzt führt. Spiel damit entschieden. Denke ich mal. Aber das mit Sneijder, das hätte ich jetzt sehr eindeutig besser machen sollen. Hätte ich vielleicht auch gleich mal schießen sollen. Denn wenn der Rasen nass ist, kann alles passieren. Mit Weitschüssen. Oh, jetzt habe ich mal Platz. Guerrero. Lahm kommt noch nicht mehr wirklich hinterher. Aubameyang. Guerrero. Der kommt leider noch nicht durch. Aber ich habe mit Piszczek immer noch den Ball. Setze jetzt Bayern ganz schön unter Druck. Das Sneijder. Wieder abgeblockt, aber es gibt Ecke. Und wie es aussieht, erstmal ein Wechsel hier bei den Bayern.
So ist es. Müller geht runter. Lewandowski kommt auf den Platz. Ich habe schon gedacht, dass er irgendwann kommt. Denn, ja, das können die nicht auf sich sitzen lassen, zu Hause gegen mich zu verlieren. Und deswegen machen die jetzt richtig Dampf, richtig Druck auf mich, denke ich mal. Aber solange ich den Ball habe, können die kein Tor machen. Deswegen, also eigentlich nicht. Außer ich mache wieder ein Eigentor. Ja. 30 Minuten noch zu spielen, circa. Und dann habe ich es geschafft, hier vielleicht den nächsten Sieg zu holen. Den dritten dann hier im fünften Spiel. Aber habe leider jetzt schon zwei Niederlagen. Einmal gegen Leverkusen und einmal gegen Wolfsburg. Ja, das ist halt manchmal so. So, Schürrle erstmal. Sahin mit der Hacke wieder. Snyder. Schade. Snyder wieder zurück. Ja, und der war schlecht. Hummels zu Neuer mit der Brust wahrscheinlich. Ich hoffe es mal jedenfalls für Hummels. Weil sonst hätte es ja Elfmeter gegeben. Und jetzt kann es schon gefährlich werden. Da ist Costa. Und Witzel ist auch dabei. Da ist er schon. Oh, Thiago. Oh, Piszczek. Thiago verlässt auch den Platz in der 70. Minute. Dafür kommt... Okay. Haben sich auch noch Oscar geholt. Okay, ich verstehe. Das heißt, drei Spieler haben sich geholt. Witzel, Oscar und Lukaku. Und von den anderen weiß man einfach nichts. Na gut. Mal sehen, wie Oscar drauf ist. Oh nein, nein, nein. Oh, Witzel, aber Bücki ist da. Guter Part. Ist wieder der Alte. Auch nach dem letzten Spiel. Und von Robben sieht man eigentlich gar nichts. Das ist richtig gut. Einen Schuss hat er gehabt, aber der war schlecht. Oh, der Lewandowski. Normalerweise kann er den relativ gut nutzen. Aber da war es vielleicht ein bisschen überraschend für ihn, dass er an den Ball kam. Außerdem stand ich da ja mit zwei Spielern. Und jetzt haben wir noch 15 Minuten circa und das war gut. Schürrle. Aber ich habe mir zurückgeholt gegen Lahm. Götze mit der Hacke wieder. Snyder, wie oft ich Hacke mache. Sahin, Sahin. An die Latte. Dembélé, Dembélé. Jawohl, Dembélé. 2-0. Zweites Tor. Bayern sind geschlagen, würde ich sagen. Aber was für ein schöner Schuss von Sahin. Der hätte eigentlich schon ein Tor verdient gehabt. Diese Schüsse kann er einfach. Ah ja, der Neue wäre nicht mehr dran gekommen, da glaube ich. Und mit der Innenseite schiebt er ihn an Neue vorbei, wo er vorher noch gegen Boateng den Zweikampf gewinnt. Und sein zweites Tor hier. Also, das heißt, wir können eigentlich bisher sagen, Dembélé zerlegt alleine hier Bayern. Das ist doch mal nicht so schlecht. Letzte Saison war er ja nicht so gut. Von wegen Toren und so weiter. Da hat er ja allerdings auch viel gefehlt gehabt. Und musste halt verletzt immer raus oder konnte nicht mitmachen. Zwei große Verletzungen, konnte deswegen auch nicht viel Tor schießen. So ist es halt. Aber hier ist er querlich im Angriff. Zwei Tore hat er. Vier Schüsse hatte er insgesamt. Aufs Tor auch alle vier. Ist auch schon mal gut. Einen konnte Neuer halten, einer ging vorbei und einen, oh, das war auf der Linie. Und zwei hat er halt reingemacht, ja. So, Piszczek. Oh, Boateng, also totale Offensive, wie es aussieht, ja. Boateng ist komplett da vorne, bleibt auch vorne. Und jetzt könnt ihr also gut kontern vielleicht noch. Freischuss für mich und es gibt mal wieder Pfiffe in der Allianz Arena. Oh, Guerrero, das habe ich gut gemacht.
Oh, Dembélé, Dembélé, Dembélé. Schade. Alaba war dazwischen. Das war aber die gleiche Position eigentlich wie im DFB-Pokal in echt, als sie die gegeneinander gespielt haben, wo Dembélé das 3:2 traumhaft reingemacht hat. Hier leider nicht. Götze kann er gar nicht mehr. Das ist heftig, aber gut, nach fast 90 Minuten jetzt hier. Alaba nochmal. Flankt. Oh, Boateng. Aber Guerreiro und Götze und Schürrle und Sneijder jetzt. Haben sie es gut geklärt. Jetzt gibt 4 Minuten Nachspielzeit. Das ist auch ein bisschen heftig. Sneijder. Oh, Schürrle. 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 Oh, Hummels blockt wieder ab. Sneijder gegen Lahm. Aber jawohl, mit Sneijder kann ich den Lahm den Ball abnehmen. Und nach dem Schuss mit Piszczek gibt es hier nochmal Ecke, denn Hummels hat ihn abgeblockt. Götze bringt sie rein. Okay, das war schon mal nichts, aber es gibt nochmal Ecke. Nochmal Ecke. Das ist die dritte, so kann man natürlich die Nachspielzeit auch überbrücken. Nochmal Ecke. Ja gut, da haben wir es gleich geschafft, ne? Dann gewinnen wir hier auch noch zu 0 gegen die Bayern. Das ist doch mal schön. Oh, Schüttel, Schüttel. Elfmeter. Der wurde doch gelegt. Das war doch ein Foul, mal ganz ehrlich. Na gut. Abpfiff. Dortmund gewinnt hier 2:0 gegen die Bayern in München. Durch 2 Tore von Dembélé. Da ist er auch schon. Spieler des Spiels natürlich, ganz klar. Aber das am Ende jetzt hier mit Schürrle. Es war eindeutig ein Elfmeter. Da wurde er umgerissen. Manche Schiedsrichter hätten auf jeden Fall gepfiffen. Oder die Hälfte vielleicht sogar. In der Bundesliga sogar. Und ja, na gut. So, jetzt bleibt es halt beim 2:0. Dembélé in der dritten und in der 76. Vielleicht war das Tor in der dritten Minute einfach ein Riesenschock für die Bayern. Erste Halbzeit haben sie nämlich komplett dadurch verpennt sozusagen. Haben sich erholen müssen. Zweite Halbzeit waren sie ein bisschen besser. Hatten ja auch dann bessere Spieler auf dem Platz. Mit Lewandowski allein schon mal. Wobei er viel, auch nicht wirklich viel gemacht hat. Witzel war ja auch noch am Platz. Und Oskar. Vielleicht wäre Lukaku statt Müller besser gewesen. Aber ich bin ja kein Bayern-Trainer, sondern Dortmund. Somit geht es nämlich eigentlich nichts an. Wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch lassen, den Kanal auch abonnieren und hier euch die anderen Videos noch angucken in den Playlists, in den zwei hier, entweder von der Karriere natürlich noch oder von den Previews, die ja jeden Tag auch noch kommen. Es sind noch 2,5 Spieltage, wir sind jetzt ja 3 Spieltage sozusagen noch vor uns hier mit den Previews und dann ist die Saison auch schon vorbei. Die heiße Phase hat ja eigentlich schon mit dem letzten Spieltag angefangen und ja, schaut da ruhig mal vorbei und würde mich freuen und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und bye bye.